Hey Leute, ja, ich wollte mal sagen, der Ton, den ihr gerade hört, der wird sich bald ändern. Ich habe mir nämlich heute was bestellt, und zwar ein Mikrofon halt, weil ich mir halt dachte, okay, ich brauche jetzt einfach mal was Neues, beziehungsweise ich brauche halt endlich ein Mikrofon. Ja, das habe ich mir bestellt. Ich habe mir auch noch einen ND-Filter heute bestellt. Ich bin natürlich im Rahmen der Möglichkeiten, also im Rahmen meiner finanziellen Möglichkeiten geblieben. Das habe ich mir heute bestellt. Das wird, ich glaube, ungefähr Mittwoch ankommen. Da wird auch dann dieses Video weitergehen. Ja, aber ich habe mir das auf jeden Fall bestellt. Und ja, von daher, wir sehen uns dann, wenn es angekommen ist. Beziehungsweise bis gleich. Ja, also, hi Leute. Ja, es sind jetzt, ich glaube, 3 Tage vergangen. Heute ist mein Mikrofon angekommen. Ich zeige es euch direkt mal. Da ist es. Ich habe mir auf Amazon bestellt das Rode Video Micro, weil ich muss halt für mich auch irgendwie im Rahmen meiner finanziellen Möglichkeiten bleiben, und da hat sich das halt angeboten. Und außerdem wollte ich halt auch ein Mikro haben, ja, was man halt ohne Batterien betreiben kann, weil so wie ich mich kenne, ich das nämlich sonst irgendwann vergesse, dass ich dass man irgendwie anschaltet oder so, und deswegen habe ich mich dafür entschieden, und ja, das kam vor ein paar Minuten an, deswegen ich packe es direkt mal aus. Okay, so, jetzt aber. Und da ist es auch schon auf, und dann guckt doch einfach mal rein. Ja, okay, wie ihr seht, seht ihr nicht viel. Ich hol's mal raus. Das kann man wieder weg. Oh, guck mal. Und da haben wir es. Das Rode Video Micro. Ich bin mal gespannt. Also, ihr hört doch jetzt halt gerade... Oh, der Akku ist leer. Ja, ihr hört auf jeden Fall jetzt gerade auch noch den Ton der Kamera. Ich werde mal kurz den Akku wechseln. Ah, super. Akku ist gewechselt, und ja, ich mach mal weiter. Also hier ist... dieser, wie nennt man das mal? Das ist so ein Dämpfer hier. Gut, scharf stellen tut die Kamera jetzt nicht automatisch, aber das hier ist der Dämpfer für das Mikrofon. Dann hier die Dead Cat. Machen wir direkt mal eben schön auf. Und oh ja. Oh Gott, das ist aber ziemlich fest drin. Aha. Und hier. Wow, cool. Das hier ist jetzt mein neues Mikrofon. Cool. Hier ist halt die Dead Cat. Die sorgt halt einfach dafür, dass man nicht so starken Wind hat, wenn man halt draußen ist oder so. Aber ja, gut, das... So, dann hier so ein Feuchtigkeitsteil. Bin ich überhaupt scharf? Ja, gut, Kamera ist jetzt auch wieder scharf gestellt. So, dann mal gucken, was haben wir hier noch. Was ist das denn hier? Okay, hier kann ich, also hier drauf, das ist eine Karte, damit kann ich mein Produkt registrieren. Das zeige ich euch jetzt mal nicht, was da drauf steht. Dann hier halt, ja gut, eine Kurzanleitung halt. Wer braucht die schon? Dann hier ist noch das Kabel für die Kamera zum Anschließen. Das ist ein elastisches Klinkenstecker, ganz normal. Und ja, dann würde ich doch mal das eben schnell hier zusammenbauen. Ich glaube, es ist so rein. Ja. Das kann man hier einfach ganz leicht da reinschieben. Hier ist auch extra so eine Aussparung. Damit kann man das dann einfach so ganz leicht reinlegen. Man muss immer auch gucken, dass dieser goldene Punkt hier oben nach oben zeigt. Und dann kommt die Dead Cat auch schon drauf. Ist noch locker. Ich habe mal nämlich gehört, dass das irgendwie, ja, wenn man das nicht zu leicht drehen kann, dann ist das nicht fest drauf. Oh. Okay. Hier kann man anscheinend was abdrehen. Das hatte ich jetzt aber nicht vor. Okay, das muss da rein.
Hier ist nämlich für die Dead Cat extra nur auch nochmal eine Aussparung, damit die da reingreift sozusagen. Und ja, die muss ich jetzt erstmal treffen. Ja, während ich hier das versuche, seht ihr jetzt einfach mal ein paar Shots von dem Mikrofon, wie das auch gleich auf der Kamera aussieht. Also ja, ich versuche das hier und ihr seht jetzt ein paar Shots. Ja, also, ihr habt jetzt ein paar Shots gesehen. Ich habe das in der Zeit fertig gemacht. So sieht das jetzt aus. Das mache ich jetzt auf meine Kamera. Und dann hören wir uns gleich mal mit dem neuen Ton wieder. Von daher, ich mache das jetzt erstmal, ne? Ich bin mal echt gespannt. Pff, ja, haha. Angeblich ist das Mikrofon jetzt drauf. Ich weiß nicht, ob es auch gerade funktioniert. Ich glaube aber schon. Von daher würde ich sagen, ich hoffe, euch hat dieses kleine Unboxing und Update gefallen. Und es müsste jetzt auch irgendwie heute noch mein ND-Filter kommen, den ich mir bestellt habe. Natürlich im Rahmen meiner finanziellen Möglichkeiten. Und ja, von daher wird dazu auch dann irgendwann ein neues Lukas erklärt kommen, wenn ich den halt genug ausprobiert habe. Und ja, von daher, da ich ja jetzt auch ein Mikrofon habe, kann das auch von der Tonqualität her jetzt nur noch besser werden. Und ja, jetzt habe ich so einen richtigen Safety-Arm. Ja, gut. Von daher, ich würde sagen, das war's mit diesem kurzen Update und ja, ciao!